Jetzt geht es um Export von Affinity Designer in Adobe Photoshop. Ich habe hier ein Dokument gemacht, einzelne Rechtecke, die sind auf verschiedenen Ebenen. Ich kann die völlig umformatieren, das geht. Ich mache hier nochmals eine neue Farbe, dass man da einfach was sieht. Dann sehen Sie vielleicht hier, dass ich hier einen Effekt gemacht habe. Ich kann hier einen Doppelklick machen, da bin ich hier drin. Das ist ein Schatten, das sieht man da relativ gut, glaube ich, dass man das machen kann. Gut, jetzt sage ich, schließe ich das einfach mal, sage, ich möchte das sichern, habe das schon gesichert und jetzt sage ich hier, Datei exportieren. Jetzt kommt das, das sind all die Möglichkeiten, die ich habe. PSD muss ich einfach wissen, dass ich da die Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten möchte. Und jetzt sage ich da exportieren. Ich habe das schon mal gemacht. Ich mache jetzt da Version 3 kurz. Sichern. Dann gehe ich meinen Photoshop, öffne diese Version 3, die wir erstellt haben. Öffnen. Das brauche ich im Moment nicht. Ich habe das geöffnet. Ich habe hier alle meine Pfade. Und jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Meine Ebenen finde ich hier. Und wie Sie sehen, ich habe alle Ebenen einzeln. Sogar der Effekt kann ich mit Doppelklick öffnen. Also es wird extrem gut von Affinity Designer in Adobe Photoshop exportiert. Also da war ich wirklich recht überrascht. Austesten, auch wenn Sie etwas weitergeben müssen, können Sie es auch in einem Photoshop-Format weitergeben.